kann gar nicht genau sagen, seit wann ich das schon beobachte, dass ältere Menschen fast immer beige angezogen sind. Ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Total entfärbt. Als würden sie schon zu Lebzeiten verblassen. Einmal habe ich sogar heimlich ein Foto von drei Omas gemacht, die aussahen wie Drillinge. Als hätten sie sich untereinander abgesprochen. Für mich waren die eine fremde Spezies, wie von einem anderen Stern. Hallo Silvi. Was denn mit dem passiert? Mein Gott, Papa. Sag mal, Papa, warum trägst du beige? Na, weil Sommer ist. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass alle alten Leute immer beige tragen? Du bist voll im Rentnerlook. Na und? Ihr tragt doch auch alle das Gleiche. Jeans, Turnschuhe und irgendein T-Shirt mit dem Aufdruck drauf. Silvchen, holst du mir bitte noch ein Bierchen? Papa war immer ein cooler Typ. Wie konnte er nur so verbeigen? Hat sich das bei ihm eingeschlichen? Krass, da ist er ja schon angebeigt. Also wenn es selbst ihm passiert ist, kann es dann jeden treffen? Auch mich? Oh Gott, wie die Drillingsomas. Ob andere Leute das auch so sehen? Ich frag mal meinen Kumpel Raupe. Mama, ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass die Alten immer beige tragen? Öfters. Und weiße Schuhe dazu. Sind da. Meinst du, dass das eine altersbedingte Farbwahl ist? Auf jeden Fall. Ich glaube nämlich, die werden irgendwann so träge mit den Augen, dass die eben halt so gesetzte Farben brauchen. Weil denen das wirklich echt einfach alles zu bunt ist. Die brauchen irgendwie, was sie beruhigt, so ein bisschen runterbringt, so Holztöne und so. Auf 100 Pro. Und meinst du, dass das irgendwie eine bestimmte Generation betrifft? Ich hoffe. Stell dir vor, wir werden auch noch mal so. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Na ja, an meinem Vater konnte ich es mir ja auch nicht vorstellen. Und jetzt trägt er voll beige. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ältere Leute beige tragen? Sehr häufig, auf jeden Fall. Wie kannst du dir das erklären? Vielleicht einfach, weil allgemein der Alltag triste ist und hat man auch keinen Bock mehr auf Farben in der Kleidung. Weiß ich nicht. Also ich stelle mir als alte Person, das Leben ist nicht mehr so toll, glaube ich. Wann fängt das mit dem Beige eigentlich an? Wenn man alt ist? Aber wann ist man denn alt? Etwa, wenn man beige wird? Ich muss unbedingt herausfinden, was der Grund ist für diese Massenverbeigung. Ja, man fühlt sich wohl darin. Nee. Man fühlt sich als älteren Menschen, aber das ist ja, ja. Auch egal. Ne? Ich meine auch, das macht einen jünger, wenn man nicht so dunkel angezogen geht. Ja. Ne? Da gibt's doch dieses Café, wo immer Musikveranstaltungen für Senioren stattfinden. Vielleicht erfahre ich da ja mehr. Es ist erstaunlich. Es geht in der Stadt ein Pulk Seniorenmenschen, sie sind alle beige. Gedeckt gekleidet, beige von den Schuhen hoch bis rauf zum Hütchen. Ganz selten noch mal ein farbiges Tuch um den Hals. Aber sie haben alle, soweit ich sagen kann, alle beige Sommerjacken an. Mutter trägt grundsätzlich beige. Beige hat sie gerne, da weiß sie, das passt zu allem. Und die beige Hose für Vater ist auch der Renner. Man verändert sich im Laufe der Jahre. Ganz gewaltig, auch im Geschmack. Man hat nicht diesen Drang, dass man mit allem mithalten muss. Man kauft ein bisschen langfristiger die Mode ein und da sind Beigefarben, die gleichbleibend immer passend. Natürlich habe ich mich in der Jugend anders gekleidet. Ja, das habe ich. Da habe ich mir bunte Farben und so etwas gehabt.
denke, dass man doch irgendwann mehr zu der Farbe beige schneicht im Alter. Dann sage ich manchmal, ihr kommt auch alle noch dahin. Und es ist so, sie kommen alle dahin. Alle dahin, alle dahin, alle dahin. Werden wir wirklich alle mal beige? Ich glaube, ich brauche jetzt professionelle Hilfe. Ich würde es immer erklären mit der Sozialisation, auch mit der Sozialisation des Geschmacks. Das heißt, wenn man sein Leben lang daraufhin sozialisiert worden ist, dass die Farbe beige etwas Helles, etwas Reines ist, was nicht zur Alltagskleidung gehört, sondern etwas Außergewöhnliches für Feiertage, nicht? Dann hat man natürlich durchaus im Ruhestand, der nicht mehr durch Arbeit gekennzeichnet ist, vermehrt die Gelegenheit, auch helle Farbtöne zu tragen. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Gefällt Ihnen beige? Ja. Das macht freundlich. War das schon immer so? Meistens habe ich immer Kittel getragen und die waren ja nun mal eben bunt immer alle. Ne? Konnt's ja nicht auf dem Land, kannst ja nicht viel anziehen da. Am besten immer Kittel. Wie fühlen Sie sich in dem Beige? Ja, hervorragend. Ich fühle mich angezogen in Beige, sagen wir mal so. Ne? Und ich meine auch, dass es mir eigentlich sehr gut steht, diese Farbe. Ja, das ist deine richtige Farbe, ne? Ja. Irgendwie sind die Beigen alle so merkwürdig gut drauf. Macht das Beige was mit denen? Ich habe das so empfunden, als ich in Rente ging. Da fühlte man sich befreit. Man braucht keine Krawatte mehr tragen, keinen Anzug tragen, dunkle Kleidung. Weg damit. Und dann leichte, legere Kleidung. Und da kommt man automatisch auf beige. Also es ist in der Tat so, dass der Ruhestand zunächst nach dem Austritt aus dem Erwerbsleben mit Eintritt in den Ruhestand tatsächlich auch als Freizeit empfunden wird. Das ist die sogenannte Honeymoon-Phase. Und wenn man das Gefühl hat, dass man im Alter jetzt viel freie Zeit hat, dass man auch immer noch jung und dynamisch ist, dann ist natürlich so eine Freizeitweste ein schönes Ausdrucksmittel dafür, ja. Wieso kommt man automatisch auf beige? Da muss es doch noch anderes zu kaufen geben als das. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche eine Sommerjacke für meinen Vater. Aha, und was soll das sein? Was schwebt Ihnen so vor? Nur was Sommerliches. Hier so was Helles, so was Beiges. Das wird eigentlich auch sehr gerne genommen. Kleiner Renner ist, es gibt es auch im Beige als Weste. Könnte man so eine helle Baumwollhose nehmen und dann wäre das so eigentlich ein ganz schicker Anzug. Irgendwann, wenn du 50 bist, dann kommt der Stempel und so, dann kriegst du so ein Schreiben direkt von so einem Umstandsklamottenladen irgendwie. Hallo, wir gratulieren herzlich zum Geburtstag. Hast du dein Eintrittsalter ab 50 in die Beige-Gruppe aufgenommen zu werden? Man weiß es nicht. Ich fing an, ins Beige zu gehen, als ich meine Frau vor 50 Jahren kennenlernte. Ist das so ungefähr? Ja. Also ich denke dann vielleicht, dass es im hohen Alter auch nicht mehr so wichtig ist, auf der Suche nach einem Sexualpartner aufzufallen oder so, dass man dann halt einfach da nicht mehr so richtig aus der Menge rausstechen muss und das kennzeichnet dadurch, dass man sich ja, beige kleidet oder so. Also wenn wir einkaufen, gehen wir zusammen, meine Frau und ich zusammen und ich suche aus und meine Frau bestimmt, was ich nehmen soll. Warum sie mir diese Farben aussucht, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Habe ich sie noch nie gefragt. Weil ich immer zufrieden bin mit dem, was sie mir zurichtet.
Willi hat eigentlich dann die Überzeugung von Elsa, weil Elsa sagt, Willi, das sieht gut aus und es passt zu mir. Denn wir können nicht eingehackt gehen und du hast Orange und ich habe Beige, das geht nicht. Ja, und dann hängt das natürlich von den Männern ab, wie stark sie sind, sich gegebenenfalls dagegen zu Wehr zu setzen, wenn sie es nicht wollen. Ja, was soll ich sagen? Harmonie. Dann sind also die Frauen schuld an dem ganzen Beige. Wollen die ihre Männer etwa entsexen? Eine völlig infame Strategie der Frauen, die Männer zu zähmen und bei sich zu halten, damit sie nicht wie die bunten Gockel sozusagen durch die Welt laufen. Ich weiß nicht, ob man es so sehen kann. Unsere Erfahrungen waren immer, dass die Männer durchaus der Ansicht waren, die Frauen haben schon den richtigen Blick und die sehen das auch viel besser, was zu mir passt und was mir steht. Und das ist schon in Ordnung so. Aber im Sommer auf jeden Fall beige. Ja. Ich denke mal, dass Ihnen beige auch sehr gut stehen würde, eines Tages. Sie sollten das mal probieren. Schick, siehst du aus. Also ich fühle mich ja auch super als Frühverbeischte. Irgendwie macht die Farbe was mit einem. Aber was ist eigentlich mit Papa? Warum hat der denn jetzt kein Beige mehr an? I'm not too old for getting high, not too old for loving you. I guess I'd rather die. That's about the only thing for which I am too old. I'm too old to die young, but that's alright. Too old to die young, come on, let's turn the tide. Too old to die young, and that's alright. I'm not too old for getting drunk. One is not supposed to praise oneself. They say I'm still a hunk. This is about the only thing for which I am too old. I'm too old to die young, but that's alright. Too old to die young, come on, let's turn the tide. Too old to die young, but that's alright. Die young as we have survived. We got no more work to do hanging out in this old dive. This is about the only thing for which I am too old. I'm too old to die young, but that's alright. Too old to die young, come on, let's turn the tide. Too old to die young, that's alright. Too old to die young.